like a Hellcat. Du hast keine Bewährung. Ich bin raus. Weichei! Ha! Junge, du musst dir das unbedingt ansehen. Ein paar große Namen sind in der Stadt. Ich bring dich zu meinem Kumpel Travis. Der will ein paar Wagen loswerden, Mann. Kein Scheiß. Höchste Zeit für ein Upgrade, ich sag's dir. Ich bin Spike. Ich seh dich doch, okay? Heute Abend sind ein paar wichtige Persönlichkeiten in Ventura. Also halt die Augen offen, wenn du kommst. Der Ort ist schwer zu finden. Absichtlich, verstehst du? Okay, ich hab dir einen Link geschickt. Check deine Karte. Alles klar, wir sehen uns. Mann, du bist echt da. Siehst schick aus, Mann. Das ist gut. Ein paar wichtige Leute sind da. Komm mit, ich bring dich zu meinen Jungs. Komm mit. Oh, hey. Wer hat sich denn da verirrt? Wer ist Bambi? Unser Bambi hier hat einen 150-Meter-Drift rausgehauen auf der I-5-Kreuzung bei Turner, Mann. Oh, der Kleine dreht auf. Das ist echt krass. Muss so gewesen sein. So high war mein Spike nicht mehr seit... Er ist immer so high. Ja, und dafür liebst du mich. Robin, viel Glück und bleib dran. Vertrau mir, er passt hier gut rein. Weißt du was? Ich stelle ihm sofort Travis vor. Vielleicht gibt er ihm einen Wagen, der uns nur Platz kostet. Komm mit, Mann. Was geht ab, Ames? Nichts. Das ist Amy. Ist sie nicht toll? Hab dich auch lieb. Travis! Yo! Du musst jemanden kennenlernen. Ach ja? Erzähl mal, wieso? Du hättest ihn sehen müssen. Seine Kontrolle ist der Hammer. Tja, du bist wohl aufgefallen bei unserem Speedracer hier. Echt, Mann. Er ist ein Hammerfahrer. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt.
Da ist gerade ein Top-Talent in der Stadt, das groß rauskommen will. Besser geht's nicht, Bruder. Jetzt oder nie. Der beste Zeitpunkt, um ein Projekt zu starten. Was auch immer in deinem Inneren vorgeht, es ist Zeit, es da draußen zu zeigen. Fordere sie zu einer Testfahrt. Vielleicht lässt dir einer der Bastarde eine Chance. Ich kenne die Werkstatt. Yo! Finger weg von meinen Sachen. Willkommen im Clan, Bruder. Du steigst auf. Das Gerät ist heiß, oder? Komm schon, Ames, du musst sie dir unbedingt anhören. Sie muss schnurren, wie es sich gehört. Was geht, Mann? Bitte, bitte, sie steht gleich draußen. Spike, komm schon. Wie gesagt, wir zahlen Kunden ohne Sicherheit den vollen Preis dafür. Also, wirklich? Ist das so, ja? So ist es. Warte. Hier. Wow. Wow, also da geht's mir gleich viel besser. Ich mach's wieder gut, das weißt du. Du meinst, dein Dad macht's wieder gut. Pass auf, die Jacke kostet 1200 Mäuse. Als ob, Mann. Das ist Öl, Mann. Ist verdammt egal, ob du der beste Fahrer weit und breit bist. Was sie betrifft, ohne Moos ist bei ihr wirklich nichts los. Sehr poetisch. Und das ist sogar richtig. Also. Bereit für ein paar Hausbesuche? Komm mit, Mann. Ich sehe dich vorne, dann gehen wir auf Tour. Alles klar, Jungs. Die anderen warten auf uns. Los geht's. Überlebst dein zweites Rennen gegen Spike? Hab dich wohl unterschätzt. Überlebt? Nee, nee. Spike ist kaum mitgekommen. Ah. Oh, sorry. Nicht kaum. Nein, nein. Er war der Loser. Ach, laber doch nicht. Emmanuel! Emmanuel! Schwing dein Hintern her zu uns. 4, 5, 4. Fam. Hallo, Ladies. Was? Keine Umarmung, Mann? Komm schon, hey. Ich will doch nicht diese dünne Bohnenstange hier kaputt machen. Komm, Kleiner, komm in meine Arme. Lass dich von seinem Aussehen nicht täuschen. Der Kerl ist echt flink am Lenkrad. Ich bin Emmanuel. Aber das sind wohl zu viele Silben für diese Leute. Nein, nenn mich Mano. Oh, starker Griff, Mann. Hey, das ist Fred, der norwegische Hammer. Was geht, Buddy? Frederick. Also, machen wir heute noch was oder stehen wir nur rum und lästern über Spike? Ich bin für beides. Große Klappe. Wer hat Hunger? Ich habe kaum was gegessen heute. Ich verhungere. Er
ernsthaft? Wo packst du das nur hin? Du isst, was er essen sollte. Ja, genau, Robin. Noch mehr essen und du setzt voll auf. Halt die Klappe. Gut, Schlauberger. Der Letzte am Diner gibt mir einen aus. Nein, nein, nein. Der Letzte am Diner gibt allen einen aus. Ja. Deine Kohle bereit, Spike. Genau, Spikey. Ich hol mir einen von diesen tollen Burger. Falsch gedacht, ihr Trottel. Keiner bestellt für mehr als 5 Mäuse. Das ist ein Diner. Alles kostet mehr als 5 Mäuse. Und kein Dessert, Mann. Ich will jetzt draußen mir einen Gegner suchen. Warte nur noch auf die Info bezüglich Location. Ich bin dafür, wir fahren zurück in den Club. Du musst mitkommen. Warum? Die Straßen sind gut und die Nacht ist jung. Ich fahre Rennen heute Nacht. Nee, ich fahr zurück zur Werkstatt. Willst du nicht mitkommen? Wir machen dir ein bisschen Platz. Sie putzt dich fein raus, Bro. Eifersüchtig, Spikey? Ja, so wie auf die Leute, die sich ans Tempolimit halten. Hat jemand Travis gesehen? Oh ja, er musste jemanden treffen. Da kann man nichts machen. Magnus Walker ist in der Stadt. Habt ihr ihn mit Travis gesehen im Club? Oh, deshalb hat Spike es so eilig. Er hat noch ein Date. Ein Date mit dem Schicksal, Mann. Heute geht's ab. Und du kannst uns zeigen, was du so drauf hast, ja? Ja, Mann. Vergessen, da waren komische Geräusche an deinem Wagen. Oder vielleicht war es der von Spike. Es war der von Spike. Was soll's. Ich bin in der Garage. Komm vorbei, kannst hier ein bisschen schrauben. Okay? Bis später, Amigo. Thank you.
rumschleichen. Finger weg von meiner Playlist. Ich warne dich. Oh, hey. Travis sagte, du hast ein paar Wagen selbst gebaut und das ist cool. Okay, eine Regel. Du kannst alles benutzen. Kein Ding. Leg's bloß zurück, wo du es her hast. Ansonsten, tob dich ruhig aus. Oh, oh, das ist mein neues Projekt. Hier. Hör dir den Sound an, Mann! Das hier wird mein Meisterwerk werden. Das kann ich fühlen. Ich will ihn fertig haben, bevor Nakai-san die Stadt verlässt. Lob von einem Künstler wie ihm macht diesen Laden zum Geheimtipp, weißt du? Okay, also das war's. Ich verschwinde. Treff vielleicht Spike. Oh, Travis hat die Wagen umgesetzt und Platz für dich gemacht. Du solltest ihn nehmen, sonst ersetzt er den Schrott mit mehr Schrott. Das ist eine gute Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Plane deinen Bau. Lenke deine Vision. Wow, jetzt klinge ich schon wie Travis. Okay, ich gehe. Ich bin raus. Viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns noch, ja? Oh, und tu die Sachen zurück. Cool. Bis dann. Last one.
cruise durch Royal Park. Ist zwar nicht sehr königlich hier, aber was soll's, oder? Wer bin ich schon neben dem Champ? Komm rüber, fahren wir eine Runde, bevor die Cops auftauchen. Peace. Rette mich, bitte. Ich krieg einen Koller, oder hab ihn schon. Oder krieg ihr noch. Tut mir leid, ich schweife ab. Ich muss einfach raus. Treffen wir uns? Ein Nein gilt nicht. Komm lieber vorbei. Bruder, tolle Neuigkeiten. Wir haben einen super Deal mit einer Lagerfirma. Wir können jetzt die Autos, die wir nicht brauchen, abstellen und müssen sie nicht verkaufen. Sieh's dir in der Garage an. Wir haben da was klar gemacht mit einem Freund von Travis, der Hot Rods baut. Du kannst sie jetzt kaufen und fahren. Das wird eine tolle Zeit, mein Freund.